Es war sicher eines seiner besseren Wochenende und das wissen wir, er hat Probleme im Qualifying, er hat Formschwankungen, er ist Südamerikaner und der ist halt im Kopf nicht so völlig fokussiert, wie es beispielsweise der Max oder wie es der Sebastian war. Aber die Rennen sind größtenteils gut und sein Rennen gestern war ein sehr, sehr gutes Rennen. Er hatte 3 Leute zu überholen. Es war Russell nicht einfach und die Ferraris haben ja gewusst, sind auf der Geraden schneller. Also da hat er absolut alles richtig gemacht und es kommen jetzt auch Kurse. Er hat voriges Jahr Singapur gewonnen, die im Meer liegen. Also wir sind optimistisch und das in unserer ganzen Erfolgsstatistik, komischerweise 1-2 haben wir noch nie geschafft, darum sind wir da irgendwie ganz heiß drauf, dass das heuer endlich gelingt. Du hast jetzt auch gerade gesagt, Sergio Perez, 2024 ist fix. Dann hört man aber wieder, naja, Leistung muss er schon bringen, fix ist eigentlich gar nichts. Dann liest man plötzlich wieder so, Max Verstappen ist großer Lando Norris-Fan. Was ist jetzt wirklich Tatsache, Stand jetzt zumindest?